Jo, liebe Leute, was geht raus? Heute zeige ich Rocket League Glitch. Als erstes geht ihr auf Online spielen, dann geht ihr auf privates Match erstellen, das ist sehr wichtig. Dann nur 1 gegen 1, also nur ihr gegen euren Kumpel und dann am besten auf den Server Name und Passwort. Also jetzt gebt ihr euren gewünschten Namen ein, welchen ihr haben wollt und übergibt diese Daten eurem Mitspieler, also euren Kumpel, sowie das Passwort müsst ihr dem Kumpel übergeben, damit er in euren Spiel beitreten kann. Nicht, dass irgendwelche andere Leute reinkommen, dann könnt ihr es voll vergessen, den Glitch durchzuführen. Jetzt geht euer Freund auf Online spielen. Sobald er da drauf ist, geht auf privates Match beitreten und gibt die Daten ein, die ihr gerade erstellt habt. Sobald er das getan hat, sollte er in eurem Match gelangen. Und gibt nicht auf, manchmal gibt es Serverprobleme, also bei uns gab es zweimal. Also macht das mal ab und zu, dann wird es auch funktionieren, Leute. So geht das. Und zwar müsst ihr diesen Ball hier am besten in die Ecke bekommen. Und der sollte den Ball jetzt blockieren, also euer Mitspieler sollte den Ball blockieren. Also sozusagen, wir wollen jetzt ein Tor bei ihm reinmachen, aber er blockiert den Ball und wir schießen gegen. Und jetzt sammeln wir automatisch, wie ihr sehen könnt, sammle ich die ganze Zeit die XP-Punkte für Torschuss, als würde ich sozusagen versuchen, ein Tor zu machen. Und er sammelt natürlich als Abwehr XP. Als Abwehr sammelt ihr am meisten XP, also doppelt. Das werdet ihr sehen. Leute, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut euch das Video komplett an, wo ich mein Tor beschützen werde. Hier macht ihr jetzt am Ende dann einfach nur noch bei der Nachspielzeit ein Tor rein. Und hier zeigen die zwar die Punkte an, es sind 3735 bei mir, bei dem Kollegen 7905. Aber es liegt daran, weil wir das nicht sofort geschafft haben, diesen Ball in die Ecke zu bekommen. Wenn ihr das von Anfang an schafft, wie hier zum Beispiel, wo ich jetzt diesmal der Torwartmann bin, sozusagen mein Tor beschütze, kriege ich die ganze Zeit Glanzparade 30 Punkte und ihr werdet gleich staunen, wie viele Punkte ich insgesamt bekomme nach der Spielzeit. Wir haben es geschafft, wirklich. Leute, es funktioniert so einfach, macht das so lange. Ich weiß nicht, ob das Ding gepatcht wird, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es gepatcht wird. Mal schauen, wie Rocket League da tickt. Ansonsten, hat dir das Video gefallen, würde ich mich extrem freuen, Leute, über einen Daumen hoch, denn ich habe mich echt bemüht, das Video zu erstellen, Leute. Ich bedanke mich jetzt, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und schaut das Video komplett an, denn am Ende wird es auch gezeigt, wie viel XP ich hier kassiere. Über 23.000 Leute, XP meine ich. Ich bedanke mich herzlich und wünsche euch noch einen angenehmen Tag, euer Onkel Zocker.